Wer schon mal beim Arzt zu einem Blutbild war, der weiß, so sehen die Ergebnisse aus. Die Frage ist, was sagen denn diese Werte über uns aus? Und welche Rolle spielt zum Beispiel Blut in der Medizinhistorie? Das alles wollen wir heute klären. Es wird also eine blutige Sendung. Die Idylle trügt. Unter der Oberfläche dieses Seerosenteiches lauert Gefahr. Blutegel. Nur 80 dieser Blutsauger wären für einen Menschen schon lebensgefährlich. Hier tummeln sich knapp 10.000. Gut dosiert kann ihr Biss aber Schmerzen lindern und Entzündungen hemmen. In der Rheumaklinik Mittelhessen werden Blutegel deshalb zur Therapie bei chronischen Krankheiten eingesetzt. Mona Kessler ist erst 21, doch schon seit 8 Jahren quälen sie Migräneattacken. In die Blutegeltherapie setzt die junge Frau große Hoffnung, denn Schmerztabletten konnten ihr bisher nicht helfen. Die Blutegel, die setzen wir ihnen an, weil die einmal durchblutungsfördernd wirken und auch damit die Verspannung der Muskulatur auflösen. 35 verschiedene Substanzen enthält ihr Speichel. Wenn sie sich mit ihren 80 winzigen Zähnen langsam in die Haut raspeln, geben die Tiere diesen wirksamen Cocktail ab. Über 300.000 Blutegel hat die Klinik schon eingesetzt. Heute bekommt auch Mona Kessler Egel. Sie kann nur ahnen, was sich auf ihrem Rücken abspielt. Ja, und wie ist das Gefühl jetzt, Frau Kessler? Ja, fühlt sich nur ziemlich klitschig und feucht an, ja. Mhm. Doch werden die Blutegel bei Mona Kessler zubeißen? Wenn Gewitter aufkommt oder so, beißen die Blutegel nicht so gut. Oder die beißen nicht so gut bei Patienten, die rauchen. Da gehen die Blutegel nicht so gerne dran. Monika Kessler hat Glück. Alle Egel haben sich festgebissen und beginnen, ihr Blut zu saugen. Knapp eine halbe Stunde lang. Blutegel, eine alte Therapieform, neu entdeckt. Doch wie kamen die Menschen schon vor Jahrhunderten ausgerechnet auf Blutegel? Ja, eine der vielen Fragen, die wir heute bei Planet Wissen klären wollen, denn wir sind dem Blut auf der Spur. Herzlich willkommen bei uns. Ja, und bei uns zu Gast ist Professor Florian Steger. Sie sind Medizinhistoriker an der Uni Ulm. Und an Sie also gleich mal diese Frage: Wie ist man denn vor Jahrhunderten darauf gekommen, Blutegel als Therapie einzusetzen? Das ist aus der Erfahrung des Tages gekommen. Man hat was ausprobieren können und man wusste, dass Säfte, auch das Blut, ursächlich sind für Gesundheit, Krankheit. Und deshalb war es ganz natürlich, dass man etwas angesetzt hat, was an diese Säfte ran kann und diese Säfte eben rausgezogen hat aus dem Körper. Welche Vorstellung vom Blut hat man denn damals gehabt? Also wodurch unterscheidet die sich von dem, was wir heute alles wissen? Der wesentliche Unterschied ist sicherlich, dass das Blut ein ganz zentraler Saft war, der immer wieder produziert wurde in der Leber und auch immer wieder nachgelegt werden konnte. Weshalb man auch gar nicht Probleme damit hatte, wenn man einen Egel zum Beispiel angesetzt hat, dass man dieses Blut ableitet, weil es ja wieder nachproduziert werden konnte in der Leber. Mhm. Und das ist heute schon deutlich anders, wo wir von einem Kreislaufsystem ausgehen, wo wir zurückhaltender sind, große Mengen Blut auch einem Menschen abzuleiten. Abgesehen von dieser Therapie gegen die Migräne, wobei ich nicht weiß, ob man sowas damals schon verwendet hat, eben speziell gegen Migräne. Aber wogegen noch hat man diese Therapie mit den Egeln eingesetzt, so in der Anfangszeit? Das Blut wurde beschrieben als ein feuchter Stoff und als ein warmer Stoff. Ganz einfach, so hat man es ja auch gesehen und gefühlt. Und so muss man sich auch vorstellen, entsprechend hat man dann auch ausgewählt, wofür man oder wogegen man mit dem Blut therapieren wollte. Also alles, was irgendwie etwas Wärme erzeugt hat oder wo es zu Feuchtigkeit gekommen ist. Also wo ich geschwitzt habe beispielsweise oder wo ich einen Wärmestau bekommen habe. Und wenn ich dagegen angehen wollte, also etwas dagegen setzen wollte, da musste ich diesen Stoff herausleiten, herausnehmen, weil das Prinzip war, immer etwas entgegenzusetzen, was ursächlich ist. Also ist zu viel Blut da, Blut ableiten, dann ist das, was das Blut verursacht, der Kopfschmerz zum Beispiel, eine Hitzewallung, tatsächlich auch beseitigt. Nun ist das ein Verfahren, Jahrhunderte alt, was man heute wieder
ja, praktisch wiederentdeckt hat. Gibt es noch andere Verfahren von damals, die man heute wieder anwendet? Ja, also es gibt beim Ableiten die Möglichkeit des Schröpfens. Das machen auch einige heutzutage. Oder tatsächlich dann auch des Aderlassers, dass man also zur Ader gelassen hat, große Mengen Blut auch beseitigt hat oder auch so Schwitzkuren angeleitet hat, gewisse Stoffe aus dem Körper abgeleitet hat von innen. Aderlass hat man früher warum gemacht? Also das war da jetzt zum Beispiel der Unterschied zu den Blutegeln. War das einfach die Menge des Bluts, die dadurch mehr... Also man muss tatsächlich sagen, so fein waren ja gar nicht die Möglichkeiten des Abnehmens oder des Ableitens, sodass sie ganz andere Mengen produziert haben, was auch Konsequenzen hatte, wenn sie große Mengen Blut tatsächlich abgeleitet haben. Und so ein kleiner Blutegel, wir haben es ja auch im Film gesehen, kann ja nur ganz gewiss, also wenige Milliliter sind es ja letztlich, die hier nur herausgehen. Kam es denn durch diese alten Verfahren damals zu einer Besserung bei den Patienten? Oder möglicherweise zu einer Verschlimmerung? Da muss man immer sich überlegen, was wissen wir eigentlich tatsächlich und was kann man ernsthaft heute darüber auch aussagen. Schlechte Nachrichten werden gerne so in die Überlieferung gegeben und deswegen wäre ich da sehr zurückhaltend, dass wir jetzt die Katastrophenfälle heute tatsächlich auch wissen und darüber berichten können. Man muss sich aber vorstellen, wenn ich einem Menschen, dem es ohnehin schon nicht gut geht, plötzlich einen halben Liter, einen Liter, eineinhalb Liter Blut abnehme, was ja durch den Aderlass möglich ist, dann wird es ihm sicherlich deshalb nicht besser gehen, wenn er dieses Blut auch noch verloren hat. Dann gucken wir uns jetzt zusammen mal an, welche Vorstellung man damals hatte, was denn in unserem Körper passiert. Nur in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. So war das Bild des Menschen in der Antike. Und Gesundheit, das war vor allem eine Frage vom richtigen Verhältnis der Körperflüssigkeiten. Hippokrates links im Bild und Galen rechts begründeten die Lehre von den vier Säften. Ihre Theorie von Gesundheit und Krankheit bestimmte bis zum 18. Jahrhundert die Heilkunde. Das Grundkonzept, die vier Körpersäfte, Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle, müssen im Gleichgewicht sein, sonst ist der Mensch krank. War ein Saft im Übermaß vorhanden, so ließe sich das am Harn der Patienten erkennen, glaubten die Ärzte. Zu viel Schleim macht Rheuma, Asthma und verursacht Schlaganfall. Zu viel Blut, einen roten Kopf und Schwindelanfälle. Zu viel gelbe Galle, auf Griechisch Kolae, erzeugt Cholera und Gelbsucht. Und ein Übermaß an schwarzer Galle, also die Milz, Blattern, Lepra und Krebs. Also ein ganz einfaches Konzept eigentlich. Wie kamen denn die Gelehrten auf diese Vier-Säfte-Lehre? Weiß man das heute? Ja, wir sind ja im 5. Jahrhundert vor Christus und was hatte man da? Sein Auge und auch die Hände zum Fühlen und das Auge zum Sehen. Und deshalb hat man sich immer an dem orientiert, was man so in der Natur auch gesehen hat. Und da hat man versucht, Analogien herbeizuführen. Ja? Das Wasser hat man gesehen zum Beispiel, das Feuer hat man gesehen. Ja? Und diese Analogien wurden dann übertragen auf den Körper des Menschen und von dort ausgehend hat man dann weiter theoretische Gedanken gesponnen und niedergeschrieben. Sodass es in dieser frühen Phase der Medizin immer sehr an der Naturbeobachtung lag, die man weitergegeben hat. Und mal von dieser frühen Phase ausgehend über die Jahrhunderte, hat sich dann diese Vier-Säfte-Lehre öfter mal verändert oder ist das... bis es dann irgendwann ganz gekippt wurde, so geblieben? Naja, also die Säftelehre selber, muss man sagen, ist eine richtige Erfolgsgeschichte. 1830 ist die erst tatsächlich abgelöst worden, vollends. Also wir haben über 2000 Jahre Medizingeschichte, ist aber immer verfeinert worden. Also wir haben Blut, Galle, schwarze Galle und Schleim. Und diese Vierzahl wird immer weiter ergänzt durch bestimmte Bestandteile. Das Feuchte, das Warme, das Kalte, das Trockene. Es kommen bestimmte Qualitäten dazu. Das Bittere beispielsweise kommt dazu. Es wird immer feiner und feiner und wird auch immer mehr so dem Praxistest auch unterworfen, tatsächlich. Ja, aber was ist denn letztlich da dran? Also ich meine, irgendwann hat man sie ja aufgegeben, diese Theorie. Und so, wie Sie es gerade beschreiben, klang das ja so, als wäre sie immer besser geworden. Und ganz plötzlich wurde sie abgeschafft. Naja, also es ist natürlich eine unheimlich wuchtige kulturhistorische Tradition, wo auch starke Persönlichkeiten dahinter stehen, die auch immer weitergetragen haben. Und da ist schon was dran, weil auch heute komplementärmedizinische Verfahren ähnlich aufgesetzt sind. Was wir nur parallel haben, ist dann tatsächlich, dass wir eine neue Entwicklung haben. Plötzlich wird Neues möglich. Man schaut genauer hin, man öffnet Leichen und dann passieren riesige Schritte in der Medizin und es wird langsam
abgelöst. Aber die Traditionslinie bleibt erstmal so lange bestehen tatsächlich. Herr Steger, wir können unserem Publikum ja mal zeigen, welche Persönlichkeiten dahinter steckten, Neues zu entdecken und der Lehre, die wir heute haben, nahe zu kommen. Das war zum einen hier dieser Herr, das ist der Herr Virchow. Was war die bahnbrechende Erkenntnis, um dem Blut auf die Spur zu kommen von Herrn Virchow? Rudolf Virchow hat ganz was Neues gemacht, indem er die Zelle in den Mittelpunkt gestellt hat. Mhm. Nicht mehr ein Saft, sondern die Zelle ist ursächlich für die Medizin. Im Übrigen das Paradigma, was heute noch unsere Medizin tatsächlich prägt. Und wir schauen nur kleiner. Wir schauen heute praktisch in die Moleküle hinunter. Aber letztlich ist das heute unser Schauen auch. Mhm. Dann ist das hier der Herr Ehrlich, der für welche Entdeckung steht? Ja, Paul Ehrlich hat es uns möglich gemacht, dass wir besser schauen können. Das heißt, er hat uns Techniken ermöglicht, Färbemethoden ermöglicht auch, mit denen wir mit dieser neuen Kenntnis, schaut auf die Zelle, plötzlich bestimmte Zellbestandteile genauer ansehen konnten, unterscheiden konnten, die unterschiedlichen Zellbestandteile. Und diese beiden Entdeckungen von Virchow und Ehrlich haben im Prinzip die Grundlage geschaffen zu Koch. Ja, zur modernen naturwissenschaftlichen Medizin. Hier haben wir den Bakteriologen Robert Koch, der angefangen hat, tatsächlich dann auch Zellen zu finden, die Keime sind, die ursächlich sind für bestimmte Infektionen. Von der aus eine ganz neue Geschichte begonnen hat, die Antibiotika letztlich entdeckt wurden und dergleichen. Bringen wir ihn nochmal zurück, dass wir ihn vorne behalten. Und letztendlich haben wir hier noch einen vierten im Bunde, das ist Emil von Behring. Ja, Emil von Behring gehört in diese Linie deshalb auch hinein, weil er eigene Blutbestandteile auch entdeckt hat, die Blutserumtherapie, die wir nutzen können, um gegen Krankheiten, die bei uns entstehen, vorzusorgen. Das Prinzip der passiven Immunisierung geht auf ihn zurück. Und viele weitere serumtherapeutische Maßnahmen, die auch erst möglich wurden durch diesen neuen Blick auf die Zelle. Sie haben es eben schon mal erwähnt, lange Zeit, 1500 bis 2000 Jahre, galten ja diese alten Lehren. Und dann im Grunde genommen waren die Herren ja schon fast alle zeitgleich unterwegs, ne? Durch die neue Technik, die entdeckt wurde, auch, das machte diesen enormen schnellen Sprung möglich. Ja, auch durch die Technik, in der Tat. Also wir haben es auch gesehen, dass durch Mikroskopiertechniken, durch Färbemethoden man plötzlich einen ganz anderen Hype gekriegt hat, einen Technik-Hype, den man nutzen konnte in der Medizin. Hm. Gibt es eigentlich heutzutage noch etwas über das Blut, was man nicht weiß? Ja, sicher. Natürlich. Also ganz sicher können wir davon ausgehen, dass wir über viele Bestandteile und Funktionen des Blutes noch überhaupt keine Ahnung haben oder nur eine Ahnung haben, aber nicht wirklich naturwissenschaftlich orientiert Aussagen treffen können. Ganz sicher. Dann wollen wir unseren Zuschauern auf jeden Fall mal das schildern, was wir wissen. Und zwar zum Beispiel, welche Aufgabe das Blut in unserem Körper hat und warum es zum Beispiel die Farbe rot hat. Und das alles erklärt uns eine Blaublütige. Es war einmal mitten im Winter, da saß eine Königin an ihrem Fenster und nähte. Und wie sie so nähte, da stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen 3 Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich, warum ist Blut eigentlich so rot? Hätte die Frau ein Mikroskop gehabt, um sich ihre Blutstropfen damit mal ganz genau anzuschauen, dann hätte sie gesehen, dass Blut aus vielen, vielen kleinen Teilchen besteht. Das sind die Blutzellen. Und davon gibt es ganz verschiedene. Die orangefarbenen Bälle beispielsweise sind weiße Blutzellen. Sie wehren Krankheitserreger ab. Die grünen Dinger sind Blutplättchen. Sie lassen das Blut gerinnen, zum Beispiel, wenn man sich in den Finger sticht. Und ungefähr die Hälfte der Blutzellen ist rot und sieht aus wie kleine Suppenteller. Das sind die roten Blutkörperchen. Sie sind es, die das Blut rot färben. Aber das ist nicht der Grund, warum es sie gibt. So ein rotes Blutkörperchen kann man sich vorstellen wie einen Lastwagen, der dazu da ist, Sauerstoff zu befördern. Den Sauerstoff holen sich die Lastwagen bei der Lunge ab. Dann fahren sie damit über die Blutgefäße, durch den ganzen Körper und bringen den Sauerstoff zu den Organen und Muskeln und überall dahin, wo er gebraucht wird. Auf dem Rückweg nehmen die Lastwagen Kohlenstoffdioxid mit. Das entsteht beim Verbrauch von Sauerstoff. Das Kohlenstoffdioxid laden sie in der Lunge ab. Und dann können sie wieder Sauerstoff aufnehmen.
Dass die roten Blutkörperchen so gut Sauerstoff transportieren können, hat damit zu tun, wie sie aufgebaut sind. Sie enthalten nämlich einen speziellen Eiweißstoff, das Hämoglobin. Schwieriges Wort. Häm ist abgeleitet vom griechischen Wort Haima für Blut. Und Globin kommt vom lateinischen Ausdruck Globus für Kugel. Hämoglobin enthält Eisen. Und mit Hilfe dieses Eisens ist es chemisch in der Lage, Sauerstoff zu binden. Das Eisen im Hämoglobin ist aber auch für die rote Farbe des Blutes verantwortlich. Das liegt daran, dass Eisen einen bestimmten Teil des Tageslichts verschluckt und nur einen anderen Teil des Lichts spiegelt. Und das ist genau der Teil des Lichts, den unser Auge als rot empfindet. Aha, fragt sich nur noch, warum Blut mal heller und mal dunkler ist. Das hat mit dem Sauerstoffgehalt des Blutes zu tun. Also, Blut, das voll mit roten Blutkörperchen Lastwagen ist, die mit Sauerstoff beladen sind, ist heller. Und Blut, das voll mit rote Blutkörperchen Lastwagen ist, die ihre Sauerstoffladung schon abgeladen haben, ist dunkler. Übrigens, sauerstoffreiches Blut fließt durch die meisten Arterien. Sauerstoffarmes durch fast alle Venen. Deshalb ist das Blut, das der Arzt beim Blutabnehmen aus der Vene abnimmt, meist dunkelrot. Aber von all dem konnte die Königin ja nichts ahnen, weil sie kein Mikroskop besaß. Ja, hätte die Dame mal ein Mikroskop besessen. Wahrscheinlich hätte man sich das damals überhaupt nicht vorstellen können, was da eines Tages alles so möglich ist. Können Sie uns mal sagen, was diese Herren, die wir gerade gesehen haben, mit der Erforschung und Entwicklung dieser neuen Geräte, Medizin, historisch alles in Gang gesetzt haben? Das eine ist ja tatsächlich, die Forschung voranzutreiben. Das andere ist auch dann den unmittelbaren klinischen Nutzen auch weiterzubringen. Und natürlich, wenn man plötzlich weiß, dass Zellbestandteile ganz wesentlich sind für Krankheiten auch oder auch für die Aufrechterhaltung von Gesundheit, hat es nur ganz kurze Zeit gebraucht, bis auch plötzlich aus der Klinik heraus das Bedürfnis kam, hier ganz stark eine Nähe auch zur Forschung zu suchen und zu entwickeln. Blutstillung wird ein ganz großes Thema. Man will ja in der operativen Technik weiterkommen. Man muss Methoden entwickeln, wie ich Blut tatsächlich stillen kann. Wenn ich plötzlich weiß, dass da Zellbestandteile eine ganz große Rolle spielen, setze ich darauf und suche in dieser Richtung tatsächlich auch weiter. Oder auch Blutersatzprodukte dann als letzte Konsequenz, dass ich weiß, ich muss hier offensichtlich bestimmte Zellencocktails oder bestimmte Bestandteile in diesen Flüssigkeiten auch vorsehen. Und das ist eine ganz wichtige Richtung, die hier eingeschlagen wird, die nicht nur auf die Forschung, sondern immer in dieser Symbiose zur Klinik nach vorne schaut und auch die Forschung dann immer wieder neu beauftragt tatsächlich. Wir haben auf unserer Homepage noch mal den Fokus auf das Mikroskop gelegt, also als das technische Gerät, das bei diesem Fortschritt eine ganz zentrale Rolle spielt. Wir haben Ihnen also die Geschichte des Mikroskops noch mal auf planet-wissen.de geschildert und Sie können im Übrigen auch ein interaktives Mikroskop dort auf unseren Webseiten finden. Klicken Sie sich mal rein. So, dass Blut eine besondere Flüssigkeit ist, das weiß jeder, der mal versucht hat, Blutflecken aus der Kleidung zu entfernen. Birgit, hast du da einen Tipp eigentlich, wie man das macht? Ja, da gibt es Fleckenmittel. Ja, gegen Blutflecken gibt es welche, gegen Öl, gegen Kaffee, toll. Gegen Erdbeeren. Ja, sicherlich. Aber ich will mal in die Runde fragen bei unseren Zuschauern. Vielleicht haben Sie auch noch mal so einen ganz speziellen Tipp. Wie kriegt man Blut am besten aus Klamotten raus oder meinetwegen auch Teppichen oder was auch immer. Das ist unsere Facebook-Umfrage für diese Sendung. Klicken Sie sich rein. Auch auf Facebook kommen Sie durch unsere Webpage planet-wissen.de. Die Frage ist, was lässt sich heute eigentlich alles am Blut ablesen? Und da hat Dennis netterweise sich mal als Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt. Er hat eine Blutprobe abgegeben und das Ganze anonym. Das Zentrallabor der Uniklinik Heidelberg. In Sachen Blut eine der deutschlandweit wichtigsten Institutionen. Täglich werden hier rund 6000 Proben untersucht. Unsere Probe ist die 6001. Hier weiß niemand, von wem sie stammt und wer sein Blut für unser kleines Experiment geopfert hat. Um
normalerweise dürften wir solche Proben nicht analysieren, weil wir nicht, sie ist anonym. Wir wissen nicht, wie alt der Patient ist und ob männlich oder weiblich. Aber wir werden das jetzt ganz exklusiv für Sie messen und mal schauen, was wir von dem Probanden erfahren. Blut ist ein besonderer Saft. Für den Körper ist es Kühl- und Heizmittel. Es transportiert Nährstoffe und Hormone zu den Organen. Doch ist Blut wirklich ein flüssiger Ausweis unserer Persönlichkeit? Was werden die Forscher am Ende wissen über den unbekannten Spender, dessen Blut sie hier untersuchen? Ich bekomme Idee, ob er Sport treibt. Wenn zum Beispiel das HDL-Cholesterin relativ hoch ist, passt dies gut zu einem Sportler. Ich kann herausfinden, ob er zum Beispiel Vitamine oder Spurenelemente zu sich nimmt, wenn die höher sind, als eigentlich notwendig ist. Die Aufgabe der Labormedizin ist es, Krankheiten festzustellen. Und deswegen sind die ganzen Techniken primär auch darauf ausgerichtet, Erkrankungen festzustellen. Ich kann aber nicht feststellen, ob sie gerade verliebt sind oder ob sie nett sind. Das leistet das Blut auf gar keinen Fall. An der ersten Station werden die roten und weißen Blutkörperchen unserer Probe gezählt. Man kann da zum Beispiel erkennen, ob der Patient oder die Patientin eine Blutarmut hat, eine Anämie oder eine Leukämie, was man so landläufig als Blutkrebs bezeichnet. Das ist hier jetzt Gott sei Dank nicht der Fall. Hier ist alles ganz normal. Die Werte sind alle im normalen Bereich. Mittlerweile sieht unsere Probe mehr gelb als rot aus. Sie wurde zentrifugiert, das Blut in seine Bestandteile aufgetrennt. So können sich die Forscher dem für sie wichtigsten Bestandteil widmen. Hier unten sehen wir jetzt die Blutzellen, die haben wir jetzt schon abgearbeitet. Und jetzt wollen wir ja noch mehr herausfinden, was sich in dem Blut befindet. Deswegen arbeiten wir jetzt mit dem Plasma hier. Das ist der zellfreie Überstand. Dort können wir zum Beispiel herausfinden, ob die Blutfette erhöht sind. Wir können Leberwerte, Nierenwerte bestimmen. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir noch etwas mehr über unseren Patienten erfahren. Analysegeräte haben nun die Probe fest im Griff. Messfühler ermitteln hunderte Werte, die den Forschern zeigen sollen, wen sie da vor sich haben. Was lässt sich nun über unseren Probanden sagen? Sie können einige Dinge ganz klar erkennen. Erstens, es ist ein Mann. Gar keine Frage. Zweitens, er treibt wahrscheinlich auch Sport, denn das HDL-Cholesterin ist in einem guten, hohen Bereich. Drittens, er könnte sich etwas gesünder ernähren und dadurch das LDL-Cholesterin weiter senken. Viertens, er hatte gerade einen Infekt, von dem ist er wahrscheinlich ausgeheilt. Und des Weiteren sieht man noch eine erhöhte Folsäure, die so beim nüchternen Blut nicht auffindbar ist, was dafür spricht, dass er ein Präparat, das Folsäure enthält, zu sich nimmt. Stimmt. Unser Gesamtresümee, alles richtig. Ja, soweit Professor Peter Navrot. Gerade haben Sie ihn im Film gesehen. Jetzt ist er live bei uns. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Direktor der Inneren Medizin und Klinischen Chemie am Universitätsklinikum in Heidelberg. Und nun haben wir gerade schon gehört, also das Wesentliche, was man bei Dennis feststellen konnte, Mann, hätte man jetzt richtig. Nicht gedacht. Ein Mann. Richtig. Okay, mit gesunde Ernährung. So lala. Ich habe mir angewöhnt, seitdem zu jedem Bier eine gesunde Gewürzgurke zu essen. Ui. Immerhin. Ja gut, und ein Infekt, von dem wir jetzt, das weiß ich, ein Infekt, von dem wir jetzt nicht mehr wissen, ob er ihn tatsächlich hatte. Ne? Doch, hatte ich. Du hattest, okay. Und ich war am Vorabend der Blutprobe leider feiern mit meinen Jungs. Ja, ungünstig gelaufen. Okay. Ja, oder gut diagnostiziert. Oder so, genau. Und das ist jetzt auch das Stichwort, was ich gerne wüsste. Was kann man denn nun alles, also außer dem, was wir jetzt gehört haben, noch im Blut diagnostizieren? Im Grunde genommen ist das Blut zweierlei. Einmal haben wir die Blutzellen drin. Und wenn wir die Blutzellen direkt untersuchen, wissen wir auch genau, was mit diesen Blutzellen los ist. Man kann also direkt Krankheit und oft auch Ursache der Krankheit und damit auch die richtige Therapie durch solch eine Untersuchung erkennen. Dann fließt das Blut aber durch viele Organe. Und wenn in einer Leber zum Beispiel Zellen kaputt gehen, sehe ich das im Blut. Aber anders als bei den Blutzellen selber, kann ich dadurch ganz oft noch überhaupt nicht erkennen, was die Ursache der Lebererkrankung, was die Ursache der Nierenerkrankung oder andere Erkrankung ist. Das heißt, ich habe mit dem Blut so die eine Erkrankung, die ich ganz genau fassen kann, bis dahin, dass ich weiß, wie ich sie therapiere. Bei dem anderen kann ich nur sagen, da ist etwas nicht in Ordnung. Aber was es ist, brauche ich oft auch ganz, ganz andere Teste. Und dann gibt es noch eine dritte Eigenschaft des Blutes. Es gibt Marker, wir hatten es ja bei Ihnen auch vorhin angesprochen, wie das LDL-Cholesterin zum Beispiel. Wenn die dann erhöht sind, sind sie erstmal gar keine Krankheit, sondern nur
Vorhersageparameter, die uns etwas sagen über das Risiko eines Herzinfarktes oder eines Schlaganfalls. Also ich habe ganz, ganz verschiedene Funktionen, die ich im Blut abgreifen kann. Mhm. Gibt es denn da bestimmte Eigenschaften im Blut, die Sie für diese Diagnostik nutzen können? Also was macht es Ihnen überhaupt möglich, das alles zu erkennen? Das Wichtigste, was es möglich macht, und das hat was auch mit dem Verständnis der Geschichte der Medizin zu tun, ist, dass wir wissen, dass das Blut durch den Körper strömt, durch viele Organe geht, dadurch eben von den Organen Botenstoffe sozusagen ins Blut mit abgegeben werden, die wir messen können, und umgekehrt aber auch, dass das Blut gereinigt wird, zum Beispiel von der Niere. Und wenn diese Funktion nicht richtig ausgeübt wird, erkennen wir, dass da was nicht stimmt. Mhm. Wie lassen sich denn die Zellen eigentlich für genetische Untersuchungen nutzen? Also wie gehen Sie da vor, um zu sehen, welche Erbkrankheit beispielsweise trägt man in sich? Die meisten dieser Untersuchungen werden ja in den Instituten für Humangenetik durchgeführt. Und es gibt im Blut Zellen, die keine Erbsubstanz tragen, und Zellen, die Erbsubstanz in sich enthalten. Und diese werden einfach isoliert. Und die Untersuchung macht aber nur dann Sinn, wenn es sich um eine Erkrankung handelt, die zum Beispiel durch ein Gen verursacht wird, das verändert ist, aber dann in allen Körperzellen verändert ist. Wenn, wie bei manchen Krebsarten, das Gen aber nur in der Tumorzelle verändert ist, dann macht eine Blutanalyse gar keinen Sinn. Wir haben hier mal so einen Bluttest, hatte ich am Anfang der Sendung ja schon gezeigt. Das ist im Übrigen nicht meiner, sondern von einem Herrn Egon Test. Und da wollen wir mal immer noch den Patienten und den Datenschutz, ja? Ja. Ach so, der heißt wirklich so? Nein, er heißt anders. Okay. Aber ja. Es ist ein richtiger Test, ja? Ah, das ist ein richtiger Test. Gut. Und jetzt haben wir hier so ein paar Werte, über die Sie ja gerade gesprochen haben, die erhöht sind. Das sieht man an so einem Sternchen, dass sie halt dick gedruckt sind. Was ist das hier für ein Wert? HbA1c? Das ist eine Abkürzung für ein durch Zucker verändertes Molekül, das in den roten Blutzellen vorkommt. Wir hatten das ja gerade im Film gesehen, dieses Molekül. Und wenn es dann so hoch ist wie hier, steht eine Diagnose fest. Es handelt sich um einen Patienten mit einem Diabetes mellitus. Mhm. Aber es steht noch gar nicht fest, was ich therapeutisch machen muss und welche Bedeutung das für den Patienten hat. Und das ist der entscheidende Punkt, wo in der Brücke zwischen Labormedizin und Patient auch ein Arztgespräch notwendig ist. Nehmen wir an, es wäre jetzt ein Kind, dass zum Beispiel auch vermehrt Durst hat, dann würde man sagen, gut, du hast wahrscheinlich Typ-1-Diabetes, wir müssen eine Insulintherapie beginnen. Wenn es hingegen ein 75-Jähriger ist, dem es sonst richtig gut geht, dem kann ich sagen, sie haben eine ganz, ganz hohe Chance, zu denen zu gehören, die alt werden. Denn es gibt jetzt gut publizierte Daten, die zeigen, dass Menschen mit diesem Laborwert eine bis zu 30% niedrigere Todesrate haben. Das heißt, ein Laborwert bei zwei Personen kann eine völlig andere Aussage haben. Das heißt, ein Sternchen heißt deswegen noch lange nicht, dass es relevant ist und aus Sicht des Patienten wichtig ist, diesen Laborwert zu normalisieren. Das heißt, Alter ist ein Faktor, was wiederum diesen Wert relativiert oder in eine Richtung schiebt, sinnhaft, oder nach einer Therapie, was noch? Nun, es gibt natürlich Erkrankungen, die diesen Wert verschieben. Aber der große Fehler, der immer wieder gemacht wird, ist, dass wir denken, nur weil jemand eine Laborwertverschiebung hat, wäre er krank. Das ist erst dann bewiesen, wenn die Normalisierung dieses Laborwerts die Krankheit beseitigen würde. Das gilt zum Beispiel bei der Blutarmut. Wer eine sehr ausgeprägte Blutarmut hat und man gibt ihm ausreichend Blut, wird hinterher nicht mehr kurzluftig sein. Aber wenn wir jetzt das Beispiel des Kindes nehmen, kann ich einem Kind mit einem Diabetes durch eine Insulintherapie sehr gut helfen. Aber ob ich diesen Wert bei einem 75-Jährigen überhaupt therapieren muss oder einfach nur beobachten muss, dazu gibt es noch gar keine Interventionsstudien. Bedeutet also, dass ich nicht vom Laborwert auf die Erkrankung und die Therapie immer schließen kann. Das heißt? Entschuldigung, darf ich nur ganz kurz fragen, warum macht man dann überhaupt so viele Blutuntersuchungen? Weil das Blut uns eben schon viele Informationen gibt. Das bedeutet, in der Hand eines Arztes, nehmen wir an, Sie wären jetzt 75, dann würde es für mich bedeuten, dass ich Sie frage, wie ist Ihre Familiengeschichte, dass ich Sie frage, wie ist Ihr Blutdruck, dass ich Sie auch in bestimmter Hinsicht untersuche, haben Sie schon Gefäßverkalkungen, dass ich eben auch da in Ihr Gesamtrisiko abfrage. Und mit dieser Information zusammen mit dem Blutwert kann ich mit Ihnen dann besprechen, ob wir über eine Therapie gemeinsam nachdenken möchten oder nicht. Also quasi die Grundlage für Sie als Detektiv, wenn man das mal so übersetzen möchte. Lassen Sie mich es negativ formulieren. Die Leute, die zu sehr an das Labor glauben als alleiniger Indikator von dem, was richtig und falsch ist, die glauben ja im Grunde genommen, man braucht nur Blut abnehmen lassen. Der Computer spuckt dann den Laborwert aus. Ein Wissensserver druckt dann automatisch das Rezept aus, das wird auf Handy geschickt und ich bin gesund. Und dass das nicht klappt, glaube ich, das sehen wir ganz schnell. Das heißt, eine große Verantwortung liegt bei den Ärzten, diese Ergebnisse in den richtigen Zusammenhang zu setzen, vor allem mir als Patient auch zu erklären. Müsste man dann vielleicht nicht grundsätzlich auch
an den Messwerten mal arbeiten, die so im Raum stehen? Also sie rauf, runter setzen oder vielleicht gar nicht mehr als relevant betrachten? Das, wenn etwas jetzt fett gedruckt ist, bedeutet es erstmal nur, ist außerhalb eines bestimmten Bandbreites, die man als normal bezeichnet. Mehr gar nicht. Mhm. Und deswegen haben Sie Ihren Arzt, mit dem Sie sprechen müssen. Ich habe Patienten, die haben bestimmte Fettwerte, die sehr, sehr hoch sind. Aber sie sind vollkommen gesund, dann wird es auch nicht behandelt. Und es gibt andere, die haben ein nur minimal erhöhtes LDL-Cholesterin zum Beispiel. Und bei einem minimal erhöhten LDL-Cholesterin, aber einer koronaren Herzerkrankung, würde man selbstverständlich das LDL-Cholesterin senken. Und diese Abwägung kann nicht der Labormediziner treiben, die muss der behandelnde Arzt treiben. Das heißt, die Laborwerte bedeuten schlicht und ergreifend, Arzt und Patient müssen aufeinander zugehen, sich austauschen. Inzwischen gibt es auch einige Bluttests für zu Hause, also ein breites Sortiment. Und die Frage ist, was bringen die eigentlich? Unsere Kollegin Natascha Sippel hat das für uns mal ausprobiert. Unsere Testerin Natascha startet mit einem Glutentest. Sie findet schon die Anleitung unübersichtlich und klein geschrieben, kaum Bilder dabei. Aber sie beißt sich durch und erfährt, dass sie eine Blutprobe abliefern muss. Die Packung verspricht, der Test soll unkompliziert und schmerzlos sein. Tut aber doch weh und ist auch gar nicht so einfach. Dann kommt gleich die nächste Hürde. Natascha kämpft sich durch. Geschafft. Also ich fand es schon ein bisschen kompliziert. Ich habe das noch nie gemacht, habe mir noch nie Blut abgenommen. Da muss man sich echt überwinden. Und das da in das Röhrchen und dann darüber zu bekommen, ist nicht ganz einfach, fand ich. Immerhin ist das Ergebnis klar. Zwei Striche bedeutet Glutenallergie, ein Strich eben nicht. Hier kann Natascha also schon mal aufatmen. Weiter zum nächsten Test. Er soll zeigen, ob Nataschas Cholesterinspiegel zu hoch ist. Nachdem sie zwei Stellen mit Blut beträufelt hat, soll sich auf der Rückseite eigentlich ein Grünton entwickeln, der dann der Farbskala zugeordnet werden muss. Aber in diesem Fall entsteht ein Braunton. Ihren Cholesterinwert kann Natascha so nicht ablesen. Nächstes Pflaster. Bei den Ergebnissen der Selbsttests ist Natascha oft nicht klar, was sie bedeuten. Etwa beim Test auf eine Milchallergie. Der Beipackzettel erklärt Natascha, dass ein hoher Wert nicht unbedingt auf eine Allergie hinweisen muss. Und ein normaler Wert nicht bedeutet, dass keine Allergie vorliegt. Wieder ein Ergebnis, mit dem Natascha nichts anfangen kann. Tja, ich habe irgendwie das Gefühl, sie hätte auch würfeln können. Also hat sie jetzt nur Pech gehabt oder funktioniert das einfach alles? Also das größte Pech war, dass sie lauter Untersuchungen machte, die gar nicht notwendig sind. Denn wir müssen uns über eins im Klaren sein, alle diese Teste an sich selber durchzuführen, sollte man nur dann, wenn die Beachtung des Testergebnisses in eine Therapie mündet, die dann nachgewiesenermaßen irgendeine Erkrankung oder das Schicksal des Patienten nachhaltig beeinflusst. Mhm. Und bei den Dingen, die Sie eben zeigten, war dies nicht der Fall. Nun gibt es ja aber auch durchaus Tests, die sinnvoll sind. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich Diabetiker bin, dann muss ich ja regelmäßig checken, wie mein Insulinspiegel aussieht. Also das. Es gibt Diabetiker, die eine bestimmte Form der Insulintherapie haben, die gar nicht spritzen können, ohne vorher zu messen. Aber nicht jeder Diabetiker, der ein blutzuckersenkendes Medikament hat, muss regelmäßig seinen Zucker messen. Es ist eine Subgruppe und die Patienten wissen meistens sehr genau Bescheid, wie man es bedient. Und damit können Leben gerettet werden und damit kann viel Gutes getan werden. Aber das ist anders bei vielen Dingen, die ich jetzt hier so vor mir sehe. Ja, gucken wir noch mal, was wir hier haben. Also Cholesterincheck. Milchcheck. Also ich kann immer sagen, Ablage P, Papierkorb. Ablage P. Und das können wir gleich fortführen mit dem Glutentest. Und was ist das hier? Das können wir gar nicht erkennen. PSA-Check. PSA-Check, ja, da reicht es, in gewissen Abständen seinen Urologen aufzusuchen, ist billiger und genauer. Und die Demir-Teste, wer wirklich gucken will, ob er eine Lungenembolie hat, sollte nicht lange überlegen, wie ein Test funktioniert, sondern rechtzeitig ins Krankenhaus kommen. Okay. Eisenselbsttest. Ja, auch dafür gibt es kaum Evidenz. Jetzt will ich aber noch eine Sache fragen. Und zwar, es gibt auch einen Test, wo man anhand des, einer Ferritilkonzentration oder eines Wertes möglicherweise Brustkrebs vorher oder sagen oder checken kann. Was halten Sie davon? Ich würde sehr viel davon halten, wenn das dann tatsächlich die Diagnose stellen würde. Wenn die Therapie besser wäre oder die Prognose verbessert wäre, ist nicht der Fall. Dieser Test hat so einen schönen Namen. Wenn ich nur die ersten 5 Buchstaben nehme, heißen die Mammon. Ja, genau. Und darum geht es. Den Damen kann ich sagen, sie sind besser bei ihrem Gynäkologen aufgehoben als beim ständigen Selbsttest. Und wir haben einen Punkt eben nicht besprochen. Na? Stellen Sie
sich mal vor, Sie gucken den ganzen Tag, ob Sie gesund oder nicht gesund sind. Sie wissen, wo Sie am Ende landen beim Psychiater. Das macht mich krank. Ne? Natürlich. Sie verzweifeln ja auch an Ihren Selbstheilungskräften. Sie verzweifeln letztlich an Ihrem Menschsein, was nämlich einfach heißt, ich kann etwas. Ich kann etwas bewegen. Ich habe Freude. Ich bin stolz auf mich. Ich traue mir was zu. Und wir Ärzte dürfen Ihnen das nicht vor lauter Selbsttesten nehmen. Aber dieses Selbstmonitoring ist gerade extrem im Trend. Ne? Es ist der Glaube, den Mensch vermessen zu können. Und es ist die Angst vor dem Schicksal. Wir meinen, unserem Schicksal, unserem Altern, wegrennen zu können, es wegmessen zu können. Wir messen Dinge, die wir am Ende aber weder therapieren können, noch die unsere Prognose verbessern. Insofern ist das ein Geschäft mit der Angst. Blut ist in jedem Fall unser Thema heute und ein ganz besonderer Stoff, den wir natürlich alle kennen. Aber je länger und je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr Fragen werden da aufgeworfen. Zum Beispiel auch diese Zuschauerfrage. Hallo Planet Wissen. Was mich schon immer interessiert hat, kann ich meinen Katzen auch Blut spenden? Ja, vielleicht haben ja Katze und Frauchen denselben Rhesusfaktor, dieselbe Blutgruppe, wer weiß. Nee, im Ernst, was würde denn passieren, wenn man als Mensch einer Katze oder einem Tier überhaupt Blut spendet? Also ich bin Hundeliebhaber, ja, und als solcher möchte ich auch nicht das Blut meines Hundes und umgekehrt, wir würden uns gegenseitig umbringen. Ja? Die Immunsysteme würden sich als so fremd erkennen, dass es einer ganz, ganz schnellen, im Allgemeinen tödlichen Reaktion käme. Es geht nicht. Es sei denn, man nimmt genetische Methoden, daran arbeitet man, unter anderem auch in Schweinen, wo man Schritt für Schritt ein Schweineantigen durch ein menschliches ersetzt. Man nennt es dann humanisierte Tiere. Das ist eine Fantasie und auch ein durchaus kommerziell interessantes Projekt, auf die Art und Weise mal eine Substanz zu entwickeln, die vielleicht uns Menschen gegeben werden kann. Aber bisher ist es Fantasie. Und das Ganze, weil man nicht genügend Blut hat aufgrund von Blutspenden. Naja, also es ist immer schwer, Leute zu motivieren, etwas für andere Menschen zu tun. Dazu gehört auch das Blutspenden. Andererseits ist aber die wichtigste Maßnahme, um ausreichend Blut für Notfälle zur Verfügung zu haben, erstmal möglichst wenig zu brauchen und es nur dann zu geben, wenn es wirklich notwendig ist. Und da gibt es heute sehr gute Richtlinien, die uns im Krankenhaus helfen, Blut auch einzusparen. Mhm. Herr Schäger, hat man das eigentlich früher mal ausprobiert, als man noch nicht so viel über die Konsistenz des Blutes und alles, was das Blut eben ausmacht, wusste, dass man einfach gedacht hat, okay, nehme ich jetzt mal mein Haustier? Ja, das hat man. Also man war in der Mitte des 17. Jahrhunderts ja so weit, dass man gewusst hat, wir haben einen geschlossenen Kreislauf. Und dann ging das los, das Ausprobieren. Und tatsächlich sind zwei Fälle beschrieben. Einmal hat man eine Tier-Tier-Transfusion gemacht. Und einmal ging man einen Schritt weiter und hat tierisches Blut, so wie Sie es gerade gefragt haben, auch auf den Menschen übertragen. Ja, man kann sich vorstellen, wie es ausgegangen ist, katastrophal. Und entsprechend hat es auch lange Zeit gebraucht, bis man sich dann an dieses Thema weiter dann wieder gewagt hat. Also wir waren jetzt Mitte des 17. Jahrhunderts, ja, und tatsächlich richtig weiter geht es dann erst 1901, ja, mit Landsteiners Blutgruppen-AB0-System, wo dann weiter daran geforscht wurde. Also man hat so eine gewisse Zurückhaltung dann gehabt bei diesen verheerenden experimentellen Ergebnissen. Aber dann hat man sich auch wieder dieser Frage zugewandt, könnte man tierisches und menschliches Blut irgendwie mischen, übertragen? Also mit Landsteiner selber hat man erstmal dann tatsächlich Mensch-Mensch-Transfusionen versucht. Anfangs übrigens ganz rudimentär mit kleinen Glasröhrchen von Mensch zu Mensch und auch zu Beginn mit Leichen, dass man eine Leiche, eine frische Leiche versucht hat zu transportieren auf einen noch lebenden Organismus. Aber natürlich beginnt auch immer wieder dann die tierexperimentelle Forschung dann in Folge, um weiterzukommen, um voranzukommen, so dass eben die Blutersatzprodukte auch weiter vorangebracht werden können. Professor Nawroth, wir gucken uns gleich die Blutgruppen noch mal im Einzelnen an, aber vorher noch mal die theoretische Frage, wenn ein Mensch eine falsche Blutgruppe bekommt oder meinetwegen auch Blut von einem Tier. Wie lange würden wir noch leben? Sie haben gesagt, es geht sehr schnell. Und wären wir noch zu retten, wenn man das hinterher merkt, dass es die falsche Blutgruppe ist? Es gibt bestimmte Konstellationen, die nicht so schlimm sind. Aber es gibt Konstellationen, die innerhalb von 20 bis 60 Minuten tödlich verlaufen können. Und deswegen ist es heute Pflicht, vor jeder Bluttransfusion einen sogenannten Bedside-Test durchzuführen. Das heißt, der Arzt muss am Bett sich vergewissern, wer liegt da drin. Er muss den Patienten nach seinem Namen fragen, guckt dann die entsprechenden Dokumente durch und dann findet noch ein Test statt,
in dem geguckt wird, ob das Patientenblut und das andere Blut miteinander verträglich sind. Und nur dann wird transfundiert. Und wir sollten jetzt nicht so viel über die Zwischenfälle reden. Dann passieren nämlich keine Zwischenfälle. Bluttransfusion ist sicher. Da braucht man keine Sorge zu haben. In Deutschland sind auch die Produkte sicher. Sie sind sehr gut kontrolliert. Dieses wichtige Thema AIDS, Hepatitis, was es ja einmal gab, das ist bestens im Griff. Aber man kann doch nicht jeden Patienten fragen. Also die meisten sind doch vielleicht nach einem Unfall so schwer lediert oder liegen im Koma oder sonst was, dass man diese Chance gar nicht dann, mehr hat. Dann muss ein Arzt die Verantwortung übernehmen, dass das Blut, das transfundiert wird, und der Patient, der vorher von dem eine Blutprobe entnommen würde, um das transfundierende Blut zu bestimmen, dass diese wirklich übereinstimmen, dass der Patient auch der ist, für den das Blut bestellt wurde. Dann gucken wir uns doch jetzt mal unsere Blutgruppen etwas genauer an. Insgesamt gibt es 4 verschiedene Blutgruppen. Sie basieren auf den Antigenen A und B. Sie sind auf denen im Blut enthaltenen roten Blutkörperchen zu finden, die für den Sauerstofftransport im Blut verantwortlich sind. So haben die Menschen mit der Blutgruppe B auf den roten Blutkörperchen nur das Merkmal B. Bei Blutgruppe A nur A. Die Blutgruppe AB, die Antigene AB. Und die Blutgruppe 0, keines der Antigene. Besonders wichtig ist das Wissen über die Blutgruppe, wenn es um Bluttransfusionen geht. Denn die Antigene einer anderen Blutgruppe können im eigenen Blut Antikörper aktivieren und dann das Blut verklumpen lassen. Also vielleicht müssen Sie uns das noch mal erklären, damit wir das besser verstehen können. Was genau sind Antigene? Nun, Antigene sind erst einmal Zielstrukturen fürs Immunsystem. Jeder Körper hat ein Immunsystem und es erkennt eigen und kann es von fremd unterscheiden. Und wenn es etwas als fremd erkennt, reagiert es. Das macht es beim Grippevirus, das macht es aber auch zum Beispiel nach einer Organtransplantation, wenn nicht alles übereinstimmt. Und so kann es natürlich im Milden und im Groben auch mit Bluttransfusionen und Blutzellen passieren. Gibt es denn Antigene, die besser sind als andere? Naja, sag mal, wenn ich ein Patient bin, der eine Bluttransfusion braucht oder auch ein Patient bin, der ein Organ braucht oder eine Knochenmarksspende braucht, dann habe ich natürlich gerne eine Blutgruppe, die etwas häufiger ist als eine ganz, ganz seltene, wie Null, Rhesus, Negativ oder so etwas. Einfach von der Häufigkeit, dass ich den passenden Donor, den passenden Spender finde. Aber es gibt natürlich nicht nur die Blutgruppen, die jetzt hier erwähnt wurden. Es gibt noch viele andere Faktoren, Eiweiße und Mischung zwischen, chemisch gesehen, zwischen Zucker und auch Eiweißen, die an einer Zelloberfläche das Immunsystem aktivieren können. Und alle die kann man natürlich nicht immer abgleichen, sodass wir immer ein gewisses, wenn auch geringes Maß an Inkompatibilität dabei haben. Kann man denn sagen, dass die Entdeckung der Blutgruppen sowas wie ein Meilenstein in der Medizin war? Na gut, es gibt viele Meilensteine in der Medizin. Es ist eine der vielen großen Entdeckungen. Nicht nur die Entdeckung, sondern wie man sie nachher tatsächlich nutzen kann. Und wir nutzen dieses Wissen ja nicht nur für die Transfusion, wir nutzen sie auch zum Beispiel für die Organspende und andere Dinge. Herr Steger, der Rhesusfaktor ist noch ein wichtiger Faktor. Den müssen Sie uns erklären. Was bedeutet der positiv-negativ? Es ist auf der Erythrozytenmembran ein Antigensystem bei denjenigen Menschen, die rhesuspositiv sind. Und bei denjenigen Individuen, die es nicht haben, ist der rhesusnegativ. Ein zusätzlicher Faktor, den wir haben, der so lange keine Schwierigkeiten macht, solange sie nicht das Blut zweier Individuen zusammenbringen, bei dem eins negativ ist und eins positiv. Klassisches Beispiel, die Mutter ist rhesusnegativ und gebiert ein Kind, was rhesuspositiv ist. Dann erkennt nämlich der mütterliche Organismus plötzlich ein Antigensystem und entwickelt Antikörper dagegen, sodass wir uns angewöhnt haben, da in einer solchen Situation eine Anti-D-Prophylaxe zu geben. Das heißt, wir geben etwas, das diese Erythrozyten, die von dem Feten in die Mutter hineingekommen sind, möglichst rasch abgefangen werden, zerstört werden und gar nicht diese Antikörperproduktion dann passiert. Denn passiert das tatsächlich, würde bei einer zweiten Schwangerschaft dann das Kind, was dann gebiert, wenn das positiv ist, abgestoßen werden tatsächlich. Also bei einer Schwangerschaft spielt das eine große Rolle. Der Name daher war es beim Experiment mit Rhesusaffen auch unter anderem. Richtig, 1940, Karl Landsteiner hat da wesentlich auch wieder zu beigetragen, hat man damals bei Rhesusaffen tatsächlich, also die Erythrozyten von Rhesusaffen genommen, hat Kaninchen
Kaninchenseren damit bearbeitet und ein Testserum daraus entwickelt. Und so kommt der Name aus diesen Rhesusaffen tatsächlich, dass es der Rhesusfaktor ist. Sie haben vorhin von der Impfung der Schwangeren gesprochen. Da ist auch mal etwas ganz schön schiefgelaufen in der ehemaligen DDR. Das ist Teil Ihrer aktuellen Forschung auch. Sie arbeiten da einen Medizinskandal gerade medizinhistorisch auf. Und wir wollen uns mal anschauen, was da passiert ist. Seit Mitte der 1970er Jahre wird in der DDR das Idealbild der Familie mit 2 bis 3 Kindern propagiert und gefördert. Doch etwa jede 10. Frau entwickelt nach der Geburt eines Kindes mit dem Rhesusfaktor negativ eine Abwehrreaktion, die eine weitere Schwangerschaft gefährdet. Das Gegenmittel heißt Humanimmunglobulin Anti-D. Entwickler und einziger Produzent des Mittels ist der Leiter des Blutspendedienstes in Halle, Dr. Wolfgang Schubert. Dadurch wird es uns gelingen, diese Neugeborenenerkrankung bei uns bald selten werden zu lassen. Das Anti-D wird als Spritze verabreicht und wirkt wie eine Impfung. Jede junge Mutter erhält sie nach einer Entbindung. Die Folge: Viele Frauen bekommen Fieber, Gelenkschmerzen, Schmerzen im Oberbauch. Bald entsteht der Verdacht, die Anti-D-Spritze könnte mit den Erkrankungen zusammenhängen. Die Serumherstellung von Dr. Schubert in Halle gerät in das Visier der Gesundheitsbehörden. Denn für den Impfstoff wird menschliches Blutplasma benötigt. Nach intensiver Suche wird klar, eine Spenderin aus Neubrandenburg litt an Hepatitis. Das Virus aus ihrem Blut ist in rund 6000 Ampullen Anti-D gelangt. Der mit dem Nationalpreis ausgezeichnete Arzt, Dr. Schubert, weiß, dass sein Serum verseucht ist. Deshalb sperrt er es zunächst. Weil nun nicht ausreichend Anti-D zur Verfügung steht, schlägt er vor, aus dem Westen Serum zu kaufen oder die Impfungen auszusetzen. Doch Professor Friedrich Oberdörster, Leiter des Kontrollinstituts für Seren und Impfstoffe, lehnt Schuberts Vorschlag kategorisch ab. Oberdörster schreibt: Sie meinen doch wohl nicht ernsthaft, dass im Falle, dass Sie dieser Verantwortung nicht nachkommen, die RH-Prophylaxe in der DDR zeitweilig unterbrochen werden könnte. Schubert trifft eine fatale Entscheidung. Er verdünnt das verseuchte Plasma und bringt es mit neuer Kennzeichnung in Umlauf. Die Gesundheitsbehörden beschließen, die Epidemie zu verheimlichen. Das kostet tausende Frauen die Gesundheit. Viele erfahren erst nach der Wende, woran sie wirklich leiden. Woher die dauernde Müdigkeit, die Schmerzen, die Fieberschübe stammen. Über 30 Jahre nach der Infektion ist die Leber der meisten Patientinnen schwer geschädigt. Im März 1979 erstattet der Gesundheitsminister Anzeige gegen Wolfgang Schubert. Der wird in einem nicht öffentlichen Verfahren zu 2 Jahren Haft verurteilt. Die Haft muss er aber nicht antreten. Schubert wird Alkoholiker und stirbt wenige Jahre später an Leberversagen. Da ist die Frage, hätte in diesem Fall der Arzt Dr. Schubert anders handeln können? Hätte es Alternativen gegeben? Es ist natürlich immer schwierig, heute über eine Person von damals zu urteilen. Er war in einer sehr schwierigen Situation gewesen, war in einem Gesundheitssystem auch als Arzt tätig, das wusste, wie man Druck machen konnte. Und das haben wir auch gerade schon im Film gesehen. Er hat vom Leiter des Kontrollinstituts Druck bekommen, von Professor Oberdörster. Es geht sogar noch weiter bis hinein in das Gesundheitsministerium. Von Professor Mecklinger hat er damals sehr starken Druck tatsächlich bekommen. Trotzdem wäre zum Schluss natürlich die Möglichkeit gewesen, es nicht einzusetzen. Ich möchte damit nicht sagen, dass ihm damit kein Schaden selber persönlich zugefügt worden wäre. Das kann mich nicht ausschließen hier. Aber es ist nun auch nicht so, dass er unter allen Umständen tatsächlich diese Chargen hätte freigeben müssen. Und an der Stelle hätte ein
Punkt getroffen werden können, dass diese große Katastrophe nicht in dieser Form tatsächlich dann in der Geschichte sich ereignet hätte. Wie groß war die Katastrophe? Für jeden Einzelnen natürlich unglaublich, aber insgesamt wie viele Frauen wurden geschädigt? Wir gehen von ca. 7000 betroffenen Frauen aus, die im Laufe der Zeit eine chronische Hepatitis entwickelt haben und so sie daran noch nicht gestorben sind oder generell gestorben sind, bis heute an den sehr unterschiedlichen Folgen, je nach Verlauf der Erkrankung, bis heute daran leiden. Sie haben mit vielen dieser Frauen auch gesprochen. Was haben die Ihnen erzählt über die Zeit damals? Ja, in meinem Forschungsprojekt ist es mir sehr wichtig gewesen, mit den Frauen in einen persönlichen Kontakt einzutreten, im Übrigen auch mit den anderen, die an der ganzen Arzneimittelstraftat beteiligt waren. Die Frauen selber schildern das Ereignis an sich, dass sie von zu Hause plötzlich von ihrem Kind und ihrem Partner getrennt wurden, als traumatisches Schockerlebnis. Man muss sich vorstellen, sie wurden tatsächlich nach Hause entlassen. Es kam jemand, es wurde ihnen nicht mitgeteilt, was passiert ist, sondern sie wurden getrennt und in eine Klinik gebracht, damit sie dort möglichst rasch weiter betreut werden sollten. Das heißt, sie waren ahnungslos in dieser Situation, als sie getrennt wurden. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Frauen die Situation, dass sie etwas in ihrem Körper haben, wofür sie nun wirklich nichts können. Ein mit Non-A, Non-B, damals wusste man noch gar nicht, diese Hepatitis C, die wurde erst später beschrieben, infiziertes Immunserum in sich zu tragen, was enorme Auswirkungen für mein gesamtes Leben hat, wo ich nicht mehr rauskomme, wofür ich überhaupt nichts habe, hat enorme psychische Auswirkungen, sodass hier auch Langzeitfolgen beschrieben werden können. Und ich habe noch gar nicht über die somatische Beteiligung, die körperliche Manifestation des Virus gesprochen, gegen den natürlich einiges gemacht wurde und auch gemacht werden kann. Und die beiden Teile, somatische Belastung plus schweres psychisches Trauma, wirkt heute bei den Frauen sehr stark nach. Was würden Sie sagen jetzt mit dem Überblick, was ist das Fazit dieses Skandals? Was bringen vielleicht auch Ihre Auswertungen? Werden die Frauen in irgendeiner Weise noch entschädigt oder? Wir können mit der Arbeit, die ich jetzt abschließe, gerade zeigen, dass es natürlich nicht ein Einzelner war. Dr. Schubert war ein Bauernopfer, der nach vorne gestellt wurde, der auch abgeurteilt wurde von der Staatsanwaltschaft. Es war ein gesamtes System, was nicht investieren wollte in einer Situation, in der ein Lieferengpass war. Man hatte nicht dieses Serum zur Verfügung und der Staat hätte erkennen müssen, dass er ein marodes Gesundheitssystem hatte und sich im Westen dieses Serum kaufen müssen. Dafür hätte er Devisen in die Hand nehmen müssen. Insofern ist es nicht das Opfer, ist nicht Schubert der Einzige, ist mehr ein Bauernopfer, sondern es ist das gesamte marode DDR-Gesundheitssystem. Wenn das so ist, wie ich das hier auch Ihnen jetzt gerade noch mal kurz zusammenfasse, und das habe ich durch sehr viel Archivrecherche, durch Unterlagen der Staatssicherheit, durch Bundesarchivüberlieferung auch noch mal verifizieren können, dann muss man sagen, handelt es sich um eine Arzneimittelstraftat, die in eine gesamtdeutsche Verantwortung übergegangen ist, auch nach der Wiedervereinigung. Und wir täten gut daran, wenn wir den Frauen gegenüber das als solche, nämlich als Arzneimittelstraftat, auch anerkennen würden. Das, glaube ich, würde schon vielen Frauen sehr gut tun, das aus berufenem Bundesmund, also aus dem Bundestag heraus, auch so in dieser Form zu hören. Ob dann daraus folgend weiter Entschädigungszahlungen oder dergleichen abzuleiten sind, da bin ich immer sehr zurückhaltend und würde auch sagen, das hat dann die Politik und auch das politische System weiter zu entscheiden. Dann warten wir mal ab, wie man mit Ihren Ergebnissen umgeht. Blut kann durchaus auch zur Mangelware werden, ja, wenn nicht genug Blutkonserven vorrätig sind. Da wäre es doch eigentlich genial, wenn man Blut künstlich herstellen könnte. Geht das? Hoffnungen ruhten darauf, den Sauerstoffträger im Blut, das Hämoglobin, herzustellen. Tja, wir sind also noch einen ordentlichen Schritt entfernt vom künstlichen Blut. Aber jetzt kommt's. Wir können Ihnen sagen, wie man Kunstblut herstellt für Ihre Halloween-Party. Da sehen Sie jetzt so einen QR-Code, den wir hier einblenden. Da halten Sie mal Ihr Handy drauf und dann kommen Sie zu einer Videoanleitung. Und dann können Sie bei Ihrer nächsten Gruselparty ein echtes
Blutbad anrichten. Professor Narod, geben Sie uns doch mal eine kleine Prognose. Wird es denn irgendwann mal möglich sein, Blutkonserven tatsächlich künstlich herzustellen? Also als Arzt sollte man zum Thema irgendwann nie Stellung zu nehmen. Ja? Kurzfristig sind wir noch nicht so weit. Mhm. Aber ich meine, Blut macht natürlich sehr viel. Und das, was man im Notfall braucht, nämlich eine ausreichende Sauerstoffversorgung des Körpers, ist eine Sache. Aber sozusagen jetzt aus Ihnen einen Idealmenschen zu machen durch irgendein Fantasieblut, ist eine andere Sache. Das eine ist ethisch verwerflich, das andere ist ethisch gefragt. Okay, jetzt blicken wir ja insgesamt auf über 2000 Jahre Medizingeschichte zurück. Vielmehr Sie blicken da eigentlich zurück und haben die Kenntnisse. Was würden Sie sagen in 500 Jahren, wie werden die Menschen dann unsere Medizin heute beurteilen? Oh, eine schwierige Frage, auch zum Schluss tatsächlich nach vorne zu schauen. Als Historiker ist auch immer sehr, sehr schwierig. Ja. Bescheidenheit werden wir wieder lernen, dass wir etwas angefangen haben, neu zu denken, was auch wieder ganz frisch ist. Virchow, 1880, das ist noch gar nicht so alt für eine lange medizinhistorische Tradition. Und wenn man da mal 500 Jahre nach vorne schaut, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da manches in Frage stellen und vielleicht sogar wieder ganz neu anfangen zu denken. Kann ich mir vorstellen auch. Und von mir vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Abschluss, wenn Sie das Thema interessiert. Gehen Sie mal an die Charité nach Berlin. Da gibt es eine ganz tolle Ausstellung über den Herrn Virchow und seine Werke. Ist mega spannend, habe ich mir neulich mal in Ruhe angeguckt. Ich erinnere Sie jetzt noch mal an unseren Facebook-Aufruf. Also, wir wollten gerne von Ihnen wissen, haben Sie Tipps, wie man Blut am besten rausbekommt aus Klamotten, aus Möbeln, was auch immer. Schreiben Sie uns das und gucken Sie sich noch mal die Historie der Medizin und auch zum Beispiel des Mikroskops auf planet-wissen.de an. Das ist unsere Homepage, da können Sie uns jederzeit erreichen. Bei Rotwein nimmt man ja übrigens Salz. Aber wir sind gespannt, was Ihnen zu Blut einfällt. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns und Ihnen fürs Zuschauen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.